Alles Gute für euch, liebe Familie Oswald. Ich wünsche Ihnen viel Kraft und dass Annelies wieder zu Ihnen zurückfindet. Geben Sie nie auf, alles Liebe. Das ist eine Krankenschwester, schau. Respekt, nichts ist schöner, als einen kranken Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Gute Besserung, Annelies, gib nicht auf. Hunderte von Posts auf der Facebook-Seite von Julia Oswald. Und immer noch schreiben ihr und ihrem Vater zum Teil wildfremde Menschen. Dass das so viel Leid zwar sehen, klar, Abendschau, aber dass da so viel Leid Sympathie zeigen, dass die mitfiebern, dass die persönlich an die Mama die Worte richten, da war ich total überrascht. Und ja, also ich war echt, ja, Gänsehaut und Tränen in die Augen. Super. Ja. Auf der Facebook-Seite von BR24 innerhalb von einer Woche unglaubliche 160.000 Aufrufe der Geschichte. Wie der Bayern 3-Comedian Karl Auer der Wachkoma-Patientin Annelies ein Lächeln ins Gesicht zaubert mit seinen Radiostreichen, dann auch höchstpersönlich bei seinem Besuch im Pflegeheim. Ich habe sie also am anderen Morgen gefragt, habe ich gesagt, und hast du vom Karl Auer geträumt? Dann hat sie gelächelt. Also habe ich es gewusst. Ich habe einen Konkurrenten. Humor ist ein Mittel, mit dem Siegfried Oswald seine Frau seit 5 Jahren versorgt. Und mit Kräutern. Monatelang hat er ihr zum Beispiel Salbei unter die Nase gehalten, damit sie wieder selber schlucken konnte und von der Beatmungsmaschine loskam. Der Hausarzt ist froh, dass sich die Familie und das Pflegepersonal so intensiv kümmern. Denn sonst? Die wird wahrscheinlich gestorben. Weil der Patient kriegt es mit, irgendwann verliert er die Lust am Leben. Und wenn er nicht, quasi nicht beachtet wird, und durch die Zuwendung, und das ist, sagt Ihnen jeder, der in dieser Komapflege tätig ist, die Zuwendung allein, am besten noch mit Fachkräften und mit dem Angehörigen. Auch Tochter Julia besucht jeden Tag nach der Arbeit ihre Mutter, gemeinsam mit Franzi und Fritzi. Aufgegeben hat sie ihre Mutter nie. Auch deswegen, sagt sie, weil die Mama schon immer einen unbändigen Lebenswillen hatte. Dass ihr Vater quasi die Medien ins Krankenzimmer geholt hat, darüber war sie erst mal gar nicht glücklich. Wie dann Mama so geschaut hat, dann habe ich mir gedacht, okay, ich schimpfe am Papa nicht mehr, ich sage nichts mehr. Weil es war für die Mama ein ganz, ganz tolles Erlebnis, eine tolle Hilfe. Und für uns auch. Im Nachhinein für uns auch. Ja, für die ganze Familie wieder mal ein gemeinsames Erlebnis, so wie früher. Mit allen Mitteln und mit ihrer ganzen Liebe wollen die Oswalds Annelies noch stärker aus dem Wachkoma zurückholen. Einfach eine bewundernswerte Familie.